Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. Wir haben damit aufgehört, dass ich ja den letzten Bosskampf ja richtig gut überlebt habe. Wir probieren es jetzt nochmal und ich hoffe, es bleibt bei zwei Versuchen. Ah, diesmal ohne Sequenz. Sehr gut. Komm mal her. Ich bin einfach überlegen. War's das? Ihr erbärmlicher Narr. Okay. Oh, das erste Sequenz. Ihr seid gekettet an die Vergangenheit. Das kennen wir schon. Okay, machst du wieder deine Sequenz? Das wird wehtun. Ihr fürchtet euch. Nochmal. Von mir erwartet euch nur der Tod. Fuck. Bitte, stimm zu mir. Scheiße. War's das? Sterb! Ihr fürchtet euch. Fuck, 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 fuck. Euch bleibt nur noch der Tod. Ja. Ich habe getan, wofür der Orden zu schwach war. Und deshalb hat sie mich verraten. Scheiße. Okay, es geht nach oben. Also, er macht schon wieder das. Kämpft mit mir. Jämmerlich. Ah, besser. Versucht nochmal. Ihr werdet durch meine Hand sterben. Alter, nein! Blutet! Ich weiß, dass ihr Schmerzen habt. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Ich habe extra noch auf die Heilung geklickt. Ah, Mann. Und nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Moin. War schon mal hier. Weiß es aber nicht. Ihr erbärmlicher Narr. Schwach. Schlag zurück. Sterbt einfach. Warum geht der Machtangriff bei ihm nicht so gut? Ihr erbärmlicher Narr. Gar nicht. Ihr seid eine Blamage. Ja. Erste Sequenz. Vor mir, Jedi. Nein, 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 nein. Ihr haltet mich nicht auf. Was das? Ah, weil ich wieder keine Macht habe. Euer Untergang ist unvermeidbar. Ihr werdet leiden. Ich
könnte euch vernichten und die Galaxis würde es nicht einmal bemerken. Jämmerlich! Auf die Knie vor mir! Stirb! Fuck. Okay, wir sind jetzt gleich wieder oben. Ich weiß, dass ihr Schmerzen habt. Jetzt bin ich. Fuck. Ich bin einfach schneller. Scheiße. Hilf mir bitte. Schwach. So, komm, Emma, Heilung. Ihr erbärmlicher Narr. Nein, 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 weg, 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 weg. Scheiße. Nein, 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 nein. Bluten. Ich habe getan, wofür der Orden zu schwach war. Und deshalb hat sie mich verraten. Ich bin einfach überlegen. Ihr seid eine Blamage. Du bist erledigt. Fuck. Fuck, 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 heil. Hört mal her. Ihr könnt euch Stärke wie diese nicht einmal vorstellen. Na. Ihr wagt es. Jämmerlich. Ihr gehört mir. Nein. Alter, komm, 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 komm. Mach ihn fertig. Wie fühlt es sich an zu wissen, dass ihr gleich sterben werdet? Dass euer Leben nichts wert war? Widersetzt euch nicht. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Ja. Ich spüre es. Verlust. Leid. Reue. Zorn. In solchen Gefühlen liegt enorme Kraft, aber ihr wart zu schwach. Und nun ist es zu spät. Was? Die Fähren starten. Ich werde nicht zurückkehren. Ihr seid verloren. Ihr seid vom Weg abgekommen. Und ihr seid kein Jedi. Bitte, sag mir, dass das echt ist. Was ist passiert? Eine Art Machthalluzination. Angetrieben durch Angst. Ich habe sie ihm gespiegelt. Nicht mehr so furchteinflößend. Noch in einem Stück. Idee? Sind das gute Neuigkeiten? Vielleicht hatte Dagon recht.
Bist du sicher, dass du nicht noch... Du weißt schon. Denk mal nach. Tenalor ist eine Festung. Wir sollten sie für den Pfad nutzen. Verbündete sammeln, trainieren. Damit werden sie nicht rechnen. Ich weiß nicht, das wäre riskant. Alles ist riskant, solange das Imperium existiert. Außerdem, willst du, dass Katha ihr ganzes Leben in einem Versteck verbringt? Wenn sie dann sicher ist, Kerl, dann schon. Und nur dann. Ja. Ja, hör zu, ich verstehe dich. Aber irgendwann muss sich jemand dem Imperium stellen. Wieso nicht wir? Cordova wird das reparieren. Zurück nach Jeddah. Klar. Ich sehe mich vorher um. Vielleicht finde ich eine Betriebsanleitung oder so. Wir kriegen das hin. Ja. Hey, Kumpel. Du hast mir den Hals gerettet. Schon wieder. Danke. Okay. Dann wäre das geschafft, aber wir könnten mit ihm noch reden. Ich glaube, das tun wir auch. Geh schon mal vor, Kerl. Ich bin sicher, die Crew kann die Neuigkeit kaum erwarten. Wir treffen uns bei der Mantis. Okay. Ernst jetzt? Kein Pfad darüber? I see. Das nehmen wir natürlich mit. Ratlosigkeit. Neue Bonus erhalten. So. Nochmal nach unten. Ich würde jetzt aber mal sagen, wir machen Schnellreise. Wo sind wir? Ah. Ernst jetzt? Die ganzen Spaßtruppen hier wieder. So, wenn ich jetzt mit dir wegzische, wo geht's denn dann hin? Kann ich dann komplett wieder nach da hinten? Geht das? Ja, solange ich den ganzen Spaß da umgehen kann. Ich glaube, ich muss hier hin. Hätte ich jetzt mal gesagt. Na? Okay. Oh. Halt, Moment. Hallo? Ich wette, Sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. So, einmal mit dir mitfliegen. Bitte nach da. Sehr gut. Moment, was willst du? Okay, noch gar nicht gescannt. Ja, wie jetzt? Da komme ich nicht. Ach, Mann. So. So geht's doch. Wunderbar. So. Ah, einen Moment. Gerade mal kurz husten müssen. So, ausruhen, Dankeschön.
Und da habe ich auch was übersehen. Moin. Oh, was für eine Aussicht. Es hätte dir gefallen, Shanna. So, und den Kollegen hier. Moment, was ist hier? Sieh mal, was wir gefunden haben. Können wir dich aktivieren? Oh, das macht er eh von alleine. Also wir machen gleich Schnellreise. Ah, oh, mein Hals kratzt. Was zum... Ah, okay. Okay. Wo genau sind wir jetzt? Ach, du bist... Ah, I see. Okay, mit dir haben wir doch... Ja, mit dir haben wir doch schon gequatscht. Da ist auch wieder jemand. Wo ist hier... Schnellreisepunkt. Da hinten. Also irgendwie fast schneller, als wenn ich mit ihm wieder nach oben war. Was jetzt? Ach, immer mit der Ruhe. Ich stöß mal mit ihm nochmal. So, diesmal schaue ich mal von da. Bisschen Eisenbahn fahren. Eigentlich so Einschienenbahnen sind schon was Cooles. Schade, dass sich das nicht wirklich durchgesetzt hat. So, wieder. Da werden wir wieder. Also, Schnellreise. Einmal zu Mentis. Schnellreise. Ich würde gern dahin. Na komm, reisen. Dankeschön. Ich würde mal sagen, Stunde 2. Kommt vielleicht noch das Content. Wieso bin ich das tot? Bis aufs Imperium. Mit euch allen kann ich. Quatschen. Wir haben gesagt, direkt reisen, oder? Sehen wir es uns an. Shadow. Man, eigentlich könnte man auch im Saloon noch die ganzen Gespräche machen. Kälte ist nichts für Latheros, weißt du? Denkst du, Cordova kann den Kompass reparieren? Oh, ich würde Kredits darauf setzen, dass er es kann. Hast du Kredits für eine Wette? Was soll das denn heißen? Tenelor, wir sind so dicht dran. Ich freue mich auf Tenelor. Ja, ich auch. Aber eröffne bloß nicht gleich eine Hexenschule oder sowas. Und auf keinen Fall lädst du deine gruseligen Schwestern ein. Aber sie sind jetzt hier, Grease. Überall um dich herum. Ich habe gerade etwas gespürt, Grease. Du auch? Soll das ein Witz sein? Also, zwei Sachen werden vermutlich passieren. Andererseits braucht er vielleicht irgendein Tool, was wir besorgen müssen, dass er das reparieren kann. Oder B, wenn wir auf Tenelor sind, erwartet uns da was richtig Böses. Mit dir quatschen? Kommst du? Später. Ich muss noch eine Diagnose auf der Mantis laufen lassen. Es wäre eine Schande, wenn wir noch einen Gyro schrotten und im Abyss stecken bleiben. Warum bloß sagst du sowas? Jetzt forderst du auch noch das Schicksal heraus. Ganz toll. Wirklich. Ja, sowas weißt sagt... Weißt du, ob Marin ein paar Zaubertricks kennt, die uns vor Unglück schützen können? Ich frag sie mal. Södele. Bitte einmal Supersprint. Lass mich raten, ich muss das mit der Tür wieder machen, oder? Oh, das ist so sinnlos.
Servus. Na, was gibt es Neues? Meister Cordova. Dagon Gera hatte den letzten Kompass dabei. Ist beschädigt. Er hat ihn nicht freiwillig übergeben. Das lässt sich reparieren. Ich werde sofort anfangen. BD? Lassen wir Meister Cordova in Ruhe arbeiten. Ich weiß, wo wir hin könnten. Gut. Ein bisschen schwer, wenn mir einer helfen will. Natürlich, Grease. Dankeschön. Haha, sehr witzig. So, hier kommt die zweite Runde. Was sagt ihr? Er ist würzig. Er ist sehr süß. Du gewöhnst dich daran. Hey, Sia. Wieso kommt ihr nicht mit nach Tenalor? Es gibt kein besseres Versteck für das Archiv des Pfads. Was die Zukunft auch bereithält. Wir können ihr gemeinsam begegnen. Ja. Ein neuer Pfad für uns alle. Kerl. Meister T'Pol wäre stolz darauf, was für ein Jedi aus dir geworden ist. Ich hatte eine gute Lehrerin. Hört her. Der versteckte Pfad hat ein neues Zuhause. Auf Tenalor. Auf Tenalor. Auf Tenalor. Hey, Moment mal, Sia. Heißt das, Sie kommen mit uns? Ja, Grease. Und jetzt werde ich gehen, um das Archiv für den Transport vorzubereiten. So spät? Dann werde ich Sie lieber begleiten. Und wo da drin steht die Mantis eigentlich genau? Bei Nacht ist es dann ziemlich gruselig. Ich begleite dich. Na toll. Aber hey, mach nichts Unheimliches, ja? Sir, werden uns die Anachoreten wirklich begleiten? Aber natürlich. Wow, die Familie vergrößert sich um eine Schiffsladung unheimlicher Tanten und Onkel. Wir haben es geschafft, Bord. Ja. Der Kompass wird so gut wie neu sein. Etwas beschäftigt dich. Ja, du kennst mich zu gut, Schrottsammler. Ich denke an Cutter. Man kümmert sich ja um sie, aber ist nie leicht, wenn ich zurückkehre. Wenn sie erkennt, was du für sie getan hast, wird sie verstehen. Das hoffe ich. Ich dachte, vielleicht sollten wir zuerst nach Tenalor gehen, um zu schauen, dass es dort sicher ist. Je früher der versteckte Pfad dort Fuß fasst, desto besser. Wir müssen dem Imperium immer einen Schritt voraus sein. Ja. Hey. Morgen haben wir ein neues Zuhause. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Danke, Bruder. Klar. Ich werde Cutter eine gute Nachtgeschichte aufnehmen. Und jetzt schlaf gut. Hast du verdient. Toller Anblick, was? Bei Nacht scheint die Wüste unendlich zu sein. In dieser Leere liegt Schönheit. Jetzt klingst du wie ein Jedi. Mit einigem haben sie recht. Nicht mit allem,
Hör mal. Der Orden ist vernichtet. Es ist Zeit, ihn loszulassen. Und ich weiß jetzt, was ich will. Hast dir auch Zeit gelassen. Oh, feine Idee. Ich habe mir gedacht, der macht's nie. Okay. Wirklich ein schöner Ausblick. Okay. Dann kommen wir weiter. Aber ich habe irgendwie dieses dumpfe Bauchgefühl, dass es nicht so einfach wird mit nach Tenenlore reisen. Und dass da noch was auf uns wartet. Kann ich einfach? Okay. Okay. Warum ist da zu? Ah, warte mal, das war doch irgend so ein zeitlicher Lift, oder nicht? Ah, oh, juckt. So. Moment. Ich... Nee, ich glaube, das war schon... Ist hier der Lift? Nee. Falsch. Dann einmal weiter nach oben. Komm, lauf mal schneller. Da ist der Lift. Tü, bitte abwärts. Warst du vorher schon da? War ich hier schon mal? Nee, ich glaube nicht. Neuer Fähigkeitspunkt. Glaube ich, brauche ich jetzt erstmal nicht. Echt jetzt? Wegen dem. Zu. Zur Sicherheit nochmal speichern. So. Also, alle ready hier? Wie war es, Zeit mit Meister Cordova zu verbringen? Ein unerwarteter Segen. Obwohl ich jetzt Konkurrenz habe. Was meint er damit? Meine Anachoreten folgen ihm überall hin. Sie verhätscheln ihn, bringen ihm Symbole ihres Respekts. Erstaunlich. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Unbedingt. Er kann dir bestimmt viel beibringen. Wie läuft's? Sieh es dir selbst an. Meister Cordova, ihr habt's geschafft. Es war so klar. Imperiale Truppen greifen aus allen Richtungen an. Sie wissen, wo wir sind. Schafft eure Leute weg. Ich halte sie auf, solange ich... Was? Lord. Es tut mir wirklich sehr leid. Mein Junge, du musst das nicht tun, hörst du? Es ist jetzt nicht wahr. Nein! Du verdammtes Arschloch! Er ist tot! Baute den Kompass hinterher! Los! Alter, das kann doch nicht sein. Boah, ich dachte echt, der ist auf unserer Seite. Alter.
meine, er weiß doch, was wir vorhaben. Wie kann er das denn nicht unterstützen? Oh, shit. Ich bin schlecht in sowas. Cordova. Wow. Boah, ich muss da gerade an das uralte Star Wars Podracer Spiel denken. Das hat so viel Spaß gemacht. Scheiße. Okay. Maud! Ja. Und so hier das Archiv. What the fuck? Okay, das ist mega geil gemacht. Wie geil! Ich komme halt überhaupt nicht näher. Gemeinsam dafür gekämpft. Und du willst es einfach so dem Imperium geben? Ich werde es dem Imperium nicht geben. Du hast Meister Cordova getötet. Kerl, du hast keine Zeit für diesen Kampf. Etwas Schreckliches ist auf dem Weg zum Archiv. Hör auf deine Instinkte. Du weißt, dass ich recht habe. Was hast du getan? Wenn du deine Familie wirklich retten willst, musst du sie da rausholen. Sofort. Was hast du? Das kann nicht sein. Es ist jetzt nicht wahr. Der einzige Überlebende. Echt jetzt? Ja. Dass er jetzt auch noch ein... Echt jetzt? Ich dachte... Okay... Hä? Okay.
Alice für eine schützende Barriere, um sie zu erzeugen. Halten Sie auf! Lasst sie nicht in das Archiv! Das ist unser Zuhause! Okay, wohin? Landungsschiffe müssen sie so lange wie möglich aufhalten. Okay, sie ist ja mal echt mächtig. Was kommt das nicht? Alter, wie viel denn noch? Zieht ihr Feuer auf euch, damit die anderen evakuieren können! Hallo! Okay. Was? Fuck. Maren, alles in Ordnung? Ja, aber das Imperium greift das Haupttor an. Also reingehen? Oh Mann, ey. Ich frag mich, ob ich den Kopf vorhin eigentlich hätte überleben können. Da darf ich mal kurz rein. Ein Augenblick, um mich zu sammeln. Gut. Hier rauf. Ich kenne eine Abkürzung. Bleib zurück. Wir müssen den Hangar bis zum Abschluss der Evakuierung halten. Warum ist die Basisverteidigung nicht aktiv? Etwas stimmt nicht. Wie in alten Zeiten. Okay, ich mach mir jetzt zu Ende. So, drauf. Ich habe es vermisst, an deiner Seite zu kämpfen. Komm rein. Hast du Carl gesehen? Nein, also aber BD war bei der Mantis. Sie evakuieren so viele wie möglich. Und sie wirklich mit. Das sind Kampfläufer. Sie dürfen nicht durch das Haupttor brechen. Wie genau kommen wir da runter? vielleicht hier. Gibt's nicht im Imperium, aber Hauptsache, die sind alle hier. Und man ist ja Jedi und... Nee, das macht alles so keinen Sinn. Lass uns kämpfen. Nach oben! Wir müssen die Kampfläufer stoppen! Wie genau kommen wir dann nach oben? Oh ja, so, okay. Alla. Wir müssen diese Kampfläufer zerstören. Ja, wie denn? Oh.
Nee, nicht im Ernst, oder? Okay, da oben dann gleich noch was. Tür auf? Keine Tür auf. Okay. Aber hier geht's weiter. Du hast seine Aufmerksamkeit. Auf der zweiten Ebene gibt es noch mehr Geschosse. Gut, die werden wir brauchen. So, einmal heilen. Maximum Healing, was nur geht. Ihr habt keine Chance. Da kommt noch mehr. Hahaha, geil. Okay, bitte nochmal. Jetzt will ich sehen. Die Kampfläufer werden bald durchbrechen. Glaube ich nicht. Geil. Gut, dann wäre das schon mal erledigt. Meister Rinsander, das Imperium ist in die Tunnel eingedrungen. Sie versuchen, das Hangartor von innen zu öffnen. Zum Hangar. Maren, kannst du natürlich. Na? Dankeschön. Ach so, okay. Kacke ist am Dampfen. Kurz speichern. Wofern er da überhaupt speichert? Okay. So viele Tote. Und es werden noch viel mehr sterben, wenn wir den Hangar nicht sichern. Cordova. Er würde wollen, dass wir aus dem Archiv möglichst viel mitnehmen. Und die Kontaktcodes. Sie dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Um keinen Preis. Gefahr nähert sich sehr. Das ist das Ende. Jetzt! Wir besiegen sie gemeinsam. Yes. Gut. Da geht's nicht weiter. Dann da lang. Glaube ich. Oh, das war ein Fehler. Da sind nicht. Was echt jetzt? Sie öffnen das Tor. Dann werden wir sie stoppen. Ja, Moment mal. Wie komme ich denn hier runter? Hä, dann ist es doch der Lift. Eben, da geht's halt nicht. Moment, ging es gerade auf? Alter, wie sie abgeht. Ich bin sicher, wir werden es überleben. Gerissen. Nicht scheitern. Gut. Hier noch was? Nee. Was, der lebt noch? Alter, scheiße. Danke. Jetzt? Was jetzt? Runter zum Hangar. Gut, das ist schon mal zu. Hallo. Dankeschön. Nur zur Sicherheit. Ich werde aber nett ausruhen. Ich will die zwei Kollegen da hinten nicht nochmal haben. Gut gemacht. Du auch. Grease, hören Sie mich? Sehr. Was für eine schöne Überraschung. Bleibt in der Mantis, bis wir den Hangar gesichert haben. Verstanden. Viel Glück da drauf. Oh. Bringt sie zurück. Okay. Ja, dann kommt's mal her. Oh,
Attacke! Ich hab's geschafft! Ich bin an deiner Seite. Ja, so stelle ich mir eine jede Schlacht vor. Sehr geil. Okay, was kommt als nächstes? Ich werde hier sterben, wenn es sein muss. Das sind doch bestimmt wieder drei Wellen. Oder nicht? Ah doch, da kommt die nächsten. Geil! Ich wusste gar nicht, dass das geht. Nice! Nö, sind sie nicht. Wir werden sie stoppen. Es läuft eigentlich ganz gut. Oh fuck. Dankeschön. Kommt da noch was? Sie kommen. Jetzt gilt es. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Sie sind hier. Ich kann sie aufhalten. Na toll. Sie werden den Hangar zerstören. Dann müssen wir das zu unserem Vorteil nutzen. Genug! Okay. Geiler Move. Oh Mann, bin ich froh, euch beide zu sehen. Danke für die Hilfe. Was Neues von Kerl? Nein, noch nicht. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Wahrscheinlich hat er nur seinen Comlink abgeschaltet. Sir, was jetzt? Wir fliehen, bevor ihre Hauptstreitmacht eintrifft. Dann werden wir uns am Treffpunkt sammeln. Zuerst werde ich aber zurück ins Archiv müssen. Die Kontaktcodes des versteckten Pfads. Ich komme mit... Nein. Marin, du musst hierbleiben und die Mantis verteidigen. BD, geh mit dir. Halten Sie sich bereit, Grease. Wir sind bald zurück. Hey, Sia. Kommen Sie wieder. Sie schaffen das. Danke, Grease. Oh je. Kacke, ist mal richtig schon. Sagen wir, die schießen da noch? Okay, alles gut. So, liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir hier mal Pause. Beziehungsweise Episodenende. Wir sind eh wieder über der Zeit. Und ja, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Was schwebt da oben einfach so? Stimmt, so ein Machtding. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet Kanalmitglied und dann kommt ihr die ganzen Episoden sogar irgendwo hinein. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.